Erkrath. Hier wohnt der 22-jährige Marco. Nach zwei fehlgeschlagenen Auswanderversuchen will es Marco nur noch ein letztes Mal wissen. Ja, vor einem Jahr bin ich schon mal ausgewandert. Damals ging es nach Amerika, nur irgendwie war ich dann langfristig nicht glücklich mit. Deshalb ging es wieder zurück nach Deutschland und jetzt brauche ich unbedingt was Neues. Vor zwei Jahren zog es Marco in eine kleine Höhle mitten im Amazonas. Doch dies hielt nur kurz an. Kurze Zeit darauf ging es nach Amerika. Aber auch dieser Auswanderversuch blieb erfolglos. Nun soll es ein letztes Mal der Zufall entscheiden. Wo wird die Reise hingehen? China. Ein Versuch ist es wert. Ja, diesmal habe ich auch kein Gepäck dabei. Ich will einfach einen ganz neuen Start anfangen. Und deswegen geht es ohne Gepäck nach China und ich gehe einfach mal los. Nach 12 Stunden Flug kommt der Auswanderer in Hongkong an. Die neue Heimat von Marco. Ja, ich bin jetzt endlich in China, aber das Klima ist sowas von heiß. Ich bin ja nur am Schwitzen und ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt auch meinen Sohn mitgebracht, aber irgendwie versteht er mich nicht. Nishishima. Ja, ganz komisch. Hongkong bildet mit seinen 7 Millionen Einwohnern ein kulinarisches Erlebnis. Nur die Sprache macht dem Auswanderer wie immer zu schaffen. Ja, hallo. Einmal die Asian-Nudeln. Verstehe ich nicht. Doch langsam findet er sich immer mehr und mehr in die neue Heimat rein. Es scheint so, als würde doch aus ihm ein richtiger Chinese werden. Ja, am Anfang war der Einstieg ziemlich schwer nach China. Vor allem das Klima und die Sprache hat mir es schwer zu schaffen gemacht. Doch dank Gut bei Deutschland habe ich es endlich geschafft und habe eine neue Heimat. In diesem Sinne, Na Yushi Shipien.